Heimatgefühle werden beim heutigen Bier bei mir wach. Es geht nach Seligenstadt, es geht zu Glabsbräu. Welches Bier ich heute von denen habe, das verrate ich euch in 6 Sekunden. Hey, schön, dass ihr angenehm seid und damit herzlich willkommen zur heutigen Bierverkostung. Ich freue mich, dass ihr alle mit dabei seid und hoffentlich, genau wie ich, bei diesem Wetter Bock habt auf ein helles Bier, das so ein bisschen auch Durstlöscher-Charakter hat. Denn ich glaube, das steht bei meinem heutigen Bier ganz, ganz weit im Vordergrund. Es kommt von der ältesten Privatbrauerei Südhessen, nicht der ältesten südhessischen Privatbrauerei. So, Glabsbräu ist das Stichwort und da habe ich heute das Helle auf dem Programm. Und warum sage ich Durstlöscherbier? Weil es mit 4,6 Volumenprozent ja doch relativ schmal daherkommt. Aber das ist ja dann auch ein Bier, wo man sagen kann, ja, da darf es draußen auch mal ein bisschen wärmer sein. Kann man auch mal 2 von trinken, ohne dass man da jetzt gleich den großen Rausch erwartet. Kann auch 4 trinken, dann wird es langsam ein bisschen kritischer. 14 Bittereinheiten haben wir hier noch angeschrieben und 11,5 Grad Plato. Und auch was die Zutaten angeht, ist man nicht geizig. Es ist Pilsnermalz drin und Karamellmalz. Hallertauer Mittelfrüh ist der Hopfen, der hier verwendet worden ist. Und ja, es wird CO2-neutral gebraut, sehe ich gerade. Also auch an der Stelle tut man ein bisschen was für die Umwelt. Ich tue was jetzt für meinen Durst. Hier noch ein Blick auf den Kronkorken. Und dann geht es aber auch schon ab ins Glas. Ich liebe diese kleinen Euroflaschen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber es ist für mich so tatsächlich die Flaschengröße, die mir am meisten Spaß macht, weil sie einfach irrsinnig sympathisch und süß daherkommt und passt dann auch zu solchem handgemachten Bier. Ja, eine schöne goldgelbe, leicht orangene Farbe, minimale Trübung haben wir hier anzubieten. Wir haben einen 2 Fingerbreiten mittelporigen, so beige-weißen Schaum. In der Nase. Oh. Also in jedem Fall mal helles Malz. Richtig schön frisch, leicht strohig. Bisschen floral auch. Oh, macht richtig Lust. Sehr zum Wohl. Cheers. Ja, man merkt hier tatsächlich, dass dieses Bier ein bisschen schwächer ist, wobei es mich fast wundert, mit 11,5 Grad Plato, dass man da 4,6 Volumenprozent rausholt. Also es hat eine schön kräftige Malznote, kommt auch mit so einer leichten Honignote daher, bisschen Karamell. Das Karamellmalz macht sich dann auf jeden Fall hier auch bemerkbar. Ein bisschen grasiger Hopfen, von der Bittere her muss ich sagen, 14 Bittereinheiten, die reißen dann da nicht viel raus. Es ist ja eher auf der milden Seite definitiv, aber trotz alledem eine schöne, leichte, grasige Hopfennote, angenehme, auch wieder mal leichte Würze im Hintergrund. Das ist jetzt alles sehr ja, leicht gehalten, trotzdem ein schönes, angenehmes, volles Mundgefühl. Süßer auch nicht übertrieben. Und alles in allem super balanciert und einfach mit einer irrsinnig großen Süffigkeit ein richtig schönes, ja, was soll's dann sagen, Schüttbier. Also das läuft richtig, richtig gut und hat dann aber trotz alledem Charakter und ja, bringt dann einfach auch diesen über die malzige Note eben so ein bisschen Gehalt dann eben noch zurück und das macht dieses Bier definitiv richtig schönes Bier. Trotz alledem natürlich ein schlanker Körper, mittlere Kohlensäure und super glatte, aber richtig schön süffige Textur. Und im Nachtrunk, es bleiben diese helleren Malznoten, ein bisschen Karamell, leichte Süße, das bleibt hängen. Kommt ein bisschen Frucht noch mit rein, so eine ganz dezente Trockenobstnote. Aber es bleibt dann einfach auch die Süße über das Malz stehen. Bittere, wie gesagt, hier bei dem Bier jetzt keine große Rolle. Und grasiger Hopfen auf jeden Fall auch noch mit im Nachtrunk mit dabei. Und dann ist es auch eine relativ kurze Angelegenheit und schreit dann quasi nach dem nächsten Schluck. Den mache ich jetzt gleich, aber nicht bevor ich euch nicht die Wertung für das Glabsbräu Helle gegeben habe, denn dafür gibt es von probiert.tv 3,5 Punkte für das Helle aus dem Hause Glabsbräu zu Seligenstadt im Kreis Offenbach. Dann soll es von meiner Seite aus heute gewesen sein. Ich sage danke fürs Zuschauen, freue mich, wenn ihr mir andere Biere noch empfehlt, die ich hier auf dem Kanal mal probieren sollte. Habt ihr gestern schon wieder fleißig getan, muss ich mal sehen, wo ich das alles herkriege, aber ihr könnt auch weitermachen. Dann sage ich Tschüss Papa, Servus, Prost und Ahoi. Cheers.